Gerlaug und Gretagi. Es war einmal, da lebte ein König mit seiner Königin und seinen jungen Prinzen in einem glücklichen Königreich. Sie hatten keine Sorgen und es ging ihnen gut. Aber all das änderte sich, als in einer dunklen Nacht ein Drache plötzlich den Palast angriff und den jungen Prinzen entführte. Der Drache flog lange und schnell, um in sein Reich zu gelangen, wurde aber vom Militärhauptmann des Königreichs der Berge abgefangen. Der Drache flog um sein Leben und ließ den jungen Prinzen zurück. Das Kind wurde zum König der Berge gebracht. Wer bist du, Junge? Wo kommst du her? Von weit her. Ich bin Gretari. Mein Vater ist der König von Goland. Ah, dieses Königreich ist in der Tat sehr weit weg. Wir senden ihm eine Nachricht, dass du hier in Sicherheit bist. Bis dahin bleibst du hier bei uns. Danke sehr, Eure Hoheit. Der König der Berge sandte eine Reihe von Botschaften an den König von Goland. Aber jedes Mal fing der Drache sie mit Hilfe seiner Magie ab. Als aber nach 10 Botschaften kein Wort vom König von Goland zu hören war, entschloss sich der König der Berge, den jungen Prinzen als Sohn zu adoptieren. Das ist eine großartige Idee, Herr. Der Prinz ist ein guter Junge und wird einen prächtigen König für unser Land abgeben. Es war aber so, dass der Hauptmann eine Tochter namens Gerlau hatte. Sie war ein schönes, weises, junges Mädchen, das ein wenig Magie beherrschte. Sie und Prinz Gretagi wurden gute Freunde und mit der Zeit verliebten sie sich ineinander. Gerlau, sollten wir unseren Eltern nicht sagen, dass wir uns verloben wollen? Vergiss nicht, Gretagi. Du bist ein Prinz und du musst deine Prinzessin heiraten. Weißt du, ich glaube nicht daran und mein Vater auch nicht. Du bist die einzige Königin meines Herzens und ich werde niemanden anders heiraten. Der König der Berge und sein Militärkommandeur waren äußerst zufrieden mit der Verbindung und planten, Gretagi und Gerlau zu verloben. Aber das Leben hatte andere Pläne. Der Drache verzauberte das Land und entführte Gerlach und Gretagi. Endlich habe ich dich, Prinz Gretari. Was willst du von mir? Ich brauchte den Sohn eines Königs, der am Vollmond eines Mondes des Drachen geboren wurde, um ihn dem Feuer zu opfern und so auf der ganzen Welt unbesiegbar zu werden. Du bist dieser Prinz und jetzt werde ich dich im Feuer opfern und der mächtigste Drache werden, den es jemals gab auf der Welt. Befreie mich nur einmal, du hässlicher Riesenvogel, und schau, was ich mit deinem Schwert mache. Oh, wirklich? Gut. Kämpf mit mir. Gretari, du wirst im Kampf nicht lange bestehen, denn er wird dich mit Magie bekämpfen. Dort auf dem Tisch liegt eine Schachtel mit Asche. Bring sie mir einfach, während du kämpfst, und dann schneide meine Fesseln durch und bleib in der Nähe. Ich werde den Rest erledigen. Also, wie Gerlaug es gesagt hatte, brachte Gretagi ihr die Schachtel Asche und blieb in der Nähe. Der Drache benutzte seinen Zauberstab und gerade, als er Gretagi mit Magie treffen wollte, streute Gerlaug die Asche auf sich und Gretagi. Das Verlies des Drachen verschwand und stattdessen befanden sie sich in einem Meer. Sowohl Gretagi als auch Gerlaug verwandelten sich in einen Wal. Die Wale schlugen lange und hart auf den Drachen ein, bis der Drache sich nicht mehr bewegen konnte und der Kampf vorüber war.
Gretari und Gerlau schwammen müde und erschöpft aus dem Meer und verwandelten sich zurück. Was ist passiert? Drachen mögen kein Wasser. Ihn in ein Meer zu verzaubern, war der einzige Weg, ihn zu besiegen. Aber wohin gehen wir von hier aus? Wo ist unser Königreich? Unser Königreich ist auf der anderen Seite der Welt. Der einzige Ort, an dem wir von hier aus gehen können, ist Goland, das Reich deines Vaters. Wirklich? Wie weit ist das? Ich kann dich sofort dorthin bringen, aber du musst mir eins versprechen. Was auch immer du sagst, Gerlauk. Egal was passiert, du darfst nicht anhalten, um Wasser zu trinken. Wenn du das tust, wird großes Unglück über uns hereinbrechen. Und behalte dies bei dir, und diese Asche hat Unglück in sich. Verlier das niemals. Wenn du das tust, wirst du mich vergessen, bis deine zukünftige Braut das wegwirft. Ich verstehe nicht. Egal was passiert, ich soll nicht anhalten, um Wasser zu trinken. Wenn ich das tue, wird großes Unglück über uns hereinbrechen. Ich darf das niemals verlieren. Niemals. Wenn ich das tue, werde ich dich vergessen, bis meine zukünftige Braut das wegwirft? Welche Braut, Gerlau? Und wie kann ich dich jemals vergessen? Ich werde dich und nur dich heiraten. Dies sind die seltsamen Wege der Magie, Gretari. Tu einfach, was ich sage, bitte. Bestimmt. Ich werde genau das tun, was du wünschst. Es wird nicht lange dauern. Ich werde hier auf dich warten. Also rieb Gerlauk noch etwas Asche auf Gretari, und der befand sich sofort vor den Toren des Palastes des Königs von Goland. Der Palast ist ganz nah. Ich werde gleich dort sein. In der Tat schien das Tor des Palastes ganz in der Nähe zu sein. Aber egal wie schnell Gretari ging, er konnte das Tor einfach nicht erreichen. Es schien Stunden zu dauern, als wäre er kilometerweit gelaufen. Aber er konnte einfach nicht zu dem Tor gelangen. Die Sonne war heiß und Prinz Gretari wurde sehr müde und durstig. Er wurde so durstig, dass er sein Versprechen an Gerlau vergaß, und in dem Moment, als er das Geräusch eines Baches hörte, rannte er darauf zu. Ach, ohne dieses Wasser wäre ich gestorben. Bist du das, Sohn? Vater, ja, ich bin es. Oh, mein liebes Kind, wir haben dich so sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Mutter. Du bist zurückgekommen. Komm in den Palast. Es wird eine große Freude herrschen, denn unser Sohn, der Prinz von Goland, ist zurück. Im Königreich herrschte große Freude. Seit Gretari das getan hatte, wovor Gerlauk ihn gewarnt hatte, Wasser zu trinken und ihren Anhänger zu verlieren, verlor Gretari jede Erinnerung an sie oder die Berge. Gerlauk wartete tagelang auf ihn, aber als er nicht kam, wusste sie, was passiert sein könnte. Mein geliebter Prinz hat mich vergessen. Oh, Mutter, der Winde, was soll ich tun? Das Leben ist seltsam und hat eine seltsame Wendung. Manche gut, manche schlecht, aber verzweifle nicht, denn es gibt immer eine Möglichkeit. Als Gerlauk die Stimme der Natur hörte, streute sie etwas Asche auf sich und erreichte den Bach, von dem Prinz Gretari Wasser getrunken hatte. Sie fand dort ihren Anhänger und nahm ihn an sich. Dann ging sie ins Königreich. Sie fing an, Arbeit zu suchen. Ich bin neu hier und suche nach einer Anstellung.
Gibt es etwas, bei dem Sie Hilfe benötigen? Ah ja, du scheinst jung und schlau zu sein. Wir brauchen jemanden wie dich, der sich um die Scheune und die Ställe kümmert. Du kannst es tun, wenn dir die Arbeit passt. Oh ja, zeigen Sie mir einfach, was ich tun muss. Und ich werde es zu Ihrer Zufriedenheit machen, das versichere ich Ihnen. Na, dann komm schon. Die Tochter des Försters zeigte Gerlok, was zu tun war. Und bald war Gerlok so geschickt in der Ausführung ihrer Arbeiten, dass die Familie des Försters begeistert war. Gerlok säuberte die Scheune und die Ställe. Sie trieb das Vieh in den Wald, damit es grasen konnte. Sie flickte ihre Halfter und Sättel und war bald in der Lage, ihre eigenen Sättel herzustellen. Berühmte Reiter kamen, um Sättel von ihr machen zu lassen. Und sie wurde im ganzen Land bekannt. Eines Tages, als der Prinz Kretagi im Wald ritt und Gerlok die Tiere weidete. Ah, der Pferdesattel hat sich gelöst. Darf ich Ihnen helfen, Prinz? Nun, es sieht so aus, als wäre der Sattel kaputt. Kommen Sie mit in meine Werkstatt, dann mache ich Ihnen einen neuen Sattel. Wirklich? Bist du die berühmte Sattelmacherin unseres Königreichs? Ich weiß nicht, ob ich berühmt bin, Prinz. Aber ich weiß, wie man Sättel macht. Kretagi hatte keine Erinnerung an Gerlok. Und er ging mit ihr zum Haus des Försters, wo sie ihnen innerhalb kürzester Zeit einen neuen Sattel machte. Hier ist ihr Sattel, Prinz. Oh, danke! Der ist perfekt. Wie viel bezahle ich dafür? Wenn Sie mich bezahlen müssen, versprechen Sie mir einfach, dass ich, wenn Sie sich verloben, zu Ihrer Verlobungsfeier eingeladen bin und beim Bankett direkt neben Ihnen Platz nehmen darf. Nun, das ist eine eher sonderbare Bitte. Aber ich verspreche dir, dein Wunsch wird erfüllt. Glauben Sie, ein Prinz muss eine Prinzessin heiraten? Nun, das ist Brauch. Tatsächlich reise ich morgen in unser benachbartes Königreich, um eine Königin unter den 7 Prinzessinnen zu finden. Danke für den Sattel. Also reiste Kretagi am nächsten Tag in ein benachbartes Königreich. Und wie es der Brauch war, wählte er eine Braut, die schönste von allen war. Die Hochzeit sollte in Golan gefeiert werden. Die Prinzessin, die Kretagi ausgesucht hatte, war ziemlich übellaunig und er stellte bald fest, dass er sie überhaupt nicht mochte. Erwartest du, dass ich in diesem Boot segle? So ein hässliches Ding! Das ist kein Boot, das ist ein Schiff. Und wie viel schöner möchtest du es denn? Wenn ich gewusst hätte, dass du einen so schlechten Geschmack hast, hätte ich nie zugestimmt, dich zu heiraten. Lass uns einfach gehen. Der Prinz und die Prinzessin erreichten Goland. Aber die Stimmung der Prinzessin verbesserte sich nicht. Du hast so einen kleinen Palast? Es hat 1000 Zimmer. Wie viele willst du denn noch? Er ist hässlich und klein. Poh. Bald war der Tag der Verlobung gekommen. Getreu seinen Versprechen lud Kretagi Gerlok ein und ließ sie direkt neben ihm beim Bankett sitzen. Das gefiel der Prinzessin nicht. Wer ist diese Frau, die an unserem Tisch sitzt? Sie ist die berühmte Sattelmacherin von Goland. Was? Du hast eine Sattelmacherin eingeladen, an unserem Tisch zu sitzen? Beherrsche dich! Wie kannst du es wagen? Ich glaube, ich verursache zu viel Aufregung. Vielleicht sollte ich gehen. Nein, ich versprach dir. Nehmen Sie dieses Geschenk von mir an, Prinz. Tragen Sie es um den Hals und ich werde Ihr Versprechen als erfüllt betrachten. Bestimmt. Du darfst diesen Anhänger niemals verlieren. Wenn du das tust, wirst du mich vergessen, bis deine zukünftige Braut ihn wegwirft. Du willst so einen hässlichen Anhänger tragen?
Erlaug, du bist es. Erinnerst du dich endlich? Ja, ja, es tut mir so leid. Ich habe deine Anweisungen nicht beachtet. Was habe ich getan? Was ist los? Zuerst lädst du diese hässliche Frau zu unserer Verlobung ein und lässt sie an unserem Tisch sitzen und dann trägst du diesen hässlichen Anhänger. Was für eine Beleidigung. Nun, meine Liebe, wenn sie sich in diesem hässlichen Königreich und diesem hässlichen Palast so beleidigt fühlen, möchten sie vielleicht ihre Verlobung mit meinem Sohn überdenken? Oh ja, ich möchte unverzüglich zu meinem Vater zurückkehren und ich werde die Verlobung aufheben. Ich bin mir sicher, dass mein Sohn ein gebrochenes Herz haben wird, aber ich werde arrangieren, dass sie sofort in unserem hässlichen Schiff in das Reich ihres Vaters zurückgebracht werden. Nun, du lieber Himmel, niemand wird sie hier vermissen. Wer ist diese schöne junge Frau? Die Liebe meines Lebens, Mutter. Die Frau, die mich lebend zu dir zurückgebracht hat. Und der Prinz erzählte seinen Eltern alles über sein Leben in den Bergen. Aber ich bin keine Prinzessin, Hoheit. Wer sagt, dass ein Prinz nur eine Prinzessin heiraten darf? Die Leute sollten nur aus Liebe heiraten und ich sehe, dass ihr euch sehr liebt. Also sandte der König von Goland nach dem König der Berge und seinem Oberbefehlshaber und die Hochzeit von Gerlaug und Gretagi wurde mit großem Prank und Pracht gefeiert. Sie trennten sich nie wieder. Und Gerlaug und Gretagi lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.